Hallo Freunde, hallo liebe Zuschauer dieses kleinen Anno 1503 Projekts. Mein Name ist Walle Gaming und ich bin auf der heutigen Reise in die Vergangenheit, in die Anno-Vergangenheit, euer Kapitän. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind, ja, also eigentlich sind wir so ein bisschen hängen geblieben. Ich hatte eigentlich nur ein bisschen mal reinschauen wollen, so ein bisschen Anno History, was waren die alten Teile? 1503, 1602, 1701, alle schon viele Jahre alt. Ich meine, 1404 haben viele Anno-Fans noch gespielt und das sieht ja auch immer noch so aus von der Grafik her wie heutige Standards fast, obwohl es auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und 2070 kennt dann wahrscheinlich jeder Anno-Fan. Aber so diese ganz alten Teile hier. Ich meine, das Spiel ist halt älter als viele Leute, die sich wahrscheinlich dieses Projekt anschauen. Einige von euch sind wahrscheinlich auch schon älter und haben es selber gespielt. Ich lese auch immer wieder von Leuten, die selber noch relativ jung sind, die vielleicht jetzt so 13, 14 sind, aber halt Fan der Reihe sind und tatsächlich dann diese ganz alten Teile hier auch noch gespielt haben. Einfach um zurückzuschauen, ja, wie hat denn diese Reihe, die ich so gerne spiele, angefangen? Ich habe ja zum Beispiel auch das erste Need for Speed gespielt damals und das kam raus 1994 und ich bin geboren 1994. Natürlich habe ich das 1994 dann noch nicht gespielt. Da war ich ja noch relativ klein, habe ich noch in die Windeln geschissen. Aber das habe ich dann einfach einige Jahre später mir irgendwie geholt und gespielt. Oh, was ist denn bei euch falsch? Huch. Ich wollte gerade sagen, der schaut hier so aggressiv, der gute Bub. Was ist denn mit dem verkehrt? Nee, der hat sich einfach noch keine Nahrung geholt. Du musst mal zum Nahrungsstand gehen und dir Nahrung kaufen. Ist auf jeden Fall was da. Also, daran liegt's nicht. Weil der ist wahrscheinlich sauer. Also war seine Frau wieder nicht einkaufen. Gertrude, der Kühlschrank ist schon wieder leer. Ja gut, 1503 war das nicht so weit her mit dem Kühlschrank. Aber wenn die Vorratskammer wieder leer ist, weil die Alte wieder nicht einkaufen war, dann hätte ich aber auch so ein Gesicht gemacht. Nee, 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 nee. Aber der Rest ist jedenfalls glücklich. Guck mal hier, überglücklich. Die haben sogar teilweise schon Tabak. Ja, also die sind doch, das sind doch alles eigentlich fröhliche Gesichter, die wir hier blicken. Grundsätzlich kann man sagen, damit wir die noch vollkommen zufriedenstellen, müssen wir schauen, dass wir noch uns um Gewürze kümmern und den Tabak noch ein bisschen ausbauen und dann natürlich auch einen Blick haben, ob Nahrung reicht, Leder reicht, Stoffe reicht, Leder, Salz reicht. Ob das alles noch ausreichend ist. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wir noch mehr Alkohol brauchen. Das könnten wir natürlich angehen, indem wir... Warte mal, wo bin ich gerade blind? Alkohol, Alkohol, Alkohol. Wo haben wir denn Alkohol? Da haben wir Alkohol, ja, genau, haben wir nämlich nicht. Wo haben wir denn Alkohol? Haben wir nämlich nicht. 0 Tonnen haben wir davon nämlich. Ja, wir produzieren ein bisschen Alkohol tatsächlich hier oben in unseren beiden kleinen Farmen. Aber... Das wird nicht so ganz reichen, denn hier unsere das Schenke... Volk schätzt eure Regentschaft. Unser Wirtshaus hat nämlich tatsächlich keinen Alkohol mehr. Und ich meine, ein Wirtshaus ohne Alkohol, da werden die Leute auch schnell... Da kriegen die auch schnell so einen Gesichtsausdruck. Warte, wo war er? Jetzt ist er weg. Schade. Jetzt wollte ich gerade das Stänkergesicht zeigen. Nö, jetzt sind alle glücklich. Na gut, Alkohol könnten wir aber auch auf anderem Wege klären, denn wenn wir mal hier reinschauen, haben wir zum Beispiel hier Hopfen. Und ich glaube, dass wir mit Hopfen... Alkohol machen können. Dafür brauchen wir wahrscheinlich aber noch irgendwie eine Brauerei oder sowas. Huch, boah, ich klicke die ganze Zeit rechts, aber will ich gar nicht rechts klicken. Neue Maus, neue alte Maus. Genau, eine Brauerei. In der Brauerei können wir, glaube ich, aus Hopfen Alkohol herstellen. Das heißt, wir könnten auf anderem Wege Alkohol herstellen, als in diesen kleinen Farmen. Eine Sache war zum Beispiel, dass ich ja eigentlich hier oben mit der guten Hilde Handel betreiben wollte und das ging nicht. Es kann gut sein, ich habe jetzt die Parts übrigens noch nicht gelesen, es kann gut sein, dass wir erst einen, genau, wir brauchen wahrscheinlich erst einen Handelsvertrag. Deswegen kann ich mit der auch noch nicht handeln, mit der guten Hilde. Das geht natürlich nicht. Kriegsdrohung, Zahlungsaufschub, einschmeicheln. Sollen wir uns mal einschmeicheln bei der? Ich würde einfach sagen, nee, den Krieg, achso, Militärbündnis. Krieg erklären, nee. Wir sind also mit der im Frieden, wir könnten der auch den Krieg erklären. Das war früher immer lustig, dann hier auf die Taube und dann den Krieg erklären und dann geht's los. Aber wir könnten der tatsächlich mal einen Handelsvertrag anbieten und mal gucken, wie die reagiert. Ein angebotener Handelsvertrag wurde abgeschlossen. Wurde abgeschlossen? Ja, ein Handelsvertrag wurde abgeschlossen. Ah, seht ihr, und jetzt können wir auch handeln. Hatte ich also schon richtig vermutet. Es ist tatsächlich, während ich das hier aufnehme, immer noch nur der erste Part online. Insofern, wahrscheinlich hat es inzwischen auch schon jemand geschrieben. Aber jetzt habe ich es also selber. Also sie kauft hier Salz. Und sie verkauft momentan so Sachen wie Nahrung und sowas. Jetzt ist die Frage, haben wir Salz im Überschuss? Dann könnten wir der durchaus mal Salz anbieten. Allerdings haben wir ja nur das eine Schiff und das ist momentan damit beschäftigt, Tabak zu handeln. Salz haben wir jedenfalls mehr als genug. Mal gucken, kauft der was? Der hat auch Salz gekauft hier. Wir sind auch momentan in einer positiven Bilanz. Sogar vom Verkauf her. Sogar vom Verkauf her. Nicht nur vom Extraverkauf, also im Kontor, sondern auch von den normalen Verkaufserlösen an unseren Ständen. Ich habe übrigens einen Kaffee mitgebracht.
Ihr wisst ja, dass ich immer mal gerne Kaffee trinke während meinen Videos. Oder auch andere Sachen. Cola, Eistee. Ich esse auch mal Sachen. Schokobrötchen. Aber heute habe ich nichts zu essen dabei. Ich sehe gerade rechts, dass die Kamera irgendwie stockt die ganze Zeit. Ich hoffe, dass das nicht auch im Video so ist. Wenn das tatsächlich auch im Video so ist, dann tut's mir leid. Dann werde ich vielleicht sogar die Facecam deaktivieren müssen. Soll ich da mal eben nachgucken? Ich gucke da mal eben nach, was da... Die hat irgendwie alle paar Sekunden ein Standbild. Oder sieht das nur so aus? Ich guck mal eben rein, ob das tatsächlich auch auf der Aufnahme so ist oder ob es nur so aussieht. Moment. So, ich habe jetzt mal reingeschaut. Also es ist auch auf der Aufnahme am ruckeln. Insofern, wenn ihr die wenn ihr Standbilder seht in der Facecam, sorry dafür. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt mal die Aufnahme von der Kamera auf eine andere Festplatte gelegt. Kaffee ein bisschen in Sicherheit bringen, sonst klatsche ich ihn gleich um. Wir haben jetzt einen Handelsvertrag mit der guten Hilde. So, die kauft allerlei Zeug. Die kauft auch, ach nee, die verkauft. Die kauft Salz. Genau, und wir haben aber das Problem, dass wir nur ein Schiffchen haben und das muss momentan Tabak liefern. Das heißt, wir bräuchten Seile. Dafür brauchen wir aber Hanf. Und Hanf haben wir hier nicht. Oder brauche ich Hanf gar nicht als Fruchtbarkeit? Ich weiß das nicht mehr. Ich vermute jetzt einfach mal, dass wir auch Hanf als Fruchtbarkeit brauchen. Was ist denn das hier? Das sieht doch so aus wie irgendeine Plantage. Ich weiß aber nicht, was sie da... Ich darf das auch nicht anklicken, komischerweise. Hanfplantage. Wir probieren es einfach mal aus. Es ist ja zumindest grün. Insofern gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier Hanf anpflanze. Ob der hier gedeiht oder eben nicht. Das werden wir ja schnell sehen. Und wenn der hier gedeiht, dann machen wir mal eine kleine Seilerei. Damit wir zumindest mal ein paar Seile kriegen, um ein zweites Schiff zu bauen. Also sie ernten hier auf jeden Fall irgendwas. Ich glaube einfach mal, dass Hanf hier geht. Auch wenn wir hier die Fruchtbarkeit nicht haben, dann braucht Hanf wahrscheinlich keine Fruchtbarkeit. Weil wenn ich halt jetzt hier zum Beispiel Tabak anpflanzen würde, würde der nicht gedeihen. Weil wir da die Fruchtbarkeit nicht haben. Die haben wir dafür ja hier unten bei unserer kleinen Tabakinsel. Ist die Straßenanbindung richtig? Das ist auch dann immer die Frage. Oder habe ich sie wieder falsch rumgebaut? Müssten wir mal abwarten, ob jetzt hier jemand was abholt oder nicht. Es sind jetzt momentan vier Hanf. Viermal Hanf haben wir jetzt hier. Gut, dann werde ich aber schon mal eine Seilerei bauen. Der kann sich das ja sowieso holen. Im Endeffekt brauchen wir dann die Straße gar nicht. Der geht, genau, der geht sowieso zu Fuß dahin und holt sich das. So. Also, der Hanf-Heini holt sich Hanf, raucht einmal ein Hanf weg und macht aus dem restlichen Hanf Seile. Und wenn wir dann jetzt bald genug Seile haben, dann können wir mal ein kleines Handelsschiff bauen. Vielleicht sogar ein, nee, das ist ein Kriegsschiff. Das mittlere Handelsschiff müssen wir, glaube ich, erforschen. Das könnten wir aber in der Schule machen. Nämlich hier, mittleres Handelsschiff, 400 Goldstücke, 25 Wissen. Und wir haben gerade 25 Wissen, also erforschen wir jetzt mal das mittlere Handelsschiff. So, damit haben wir das abgeschlossen. Können jetzt als nächstes dann hier noch das große Handelsschiff erforschen, irgendwann mal. Aber das heißt, hier haben wir jetzt auch genau das nächste freigeschaltet. Dafür brauchen wir Holz, haben wir, Stoffe, haben wir. Seile brauchen wir. Wir brauchen nur Seile und ein bisschen Geld, dann können wir hier ein mittleres Handelsschiff herstellen. Und das werde ich dann noch machen. Jetzt ruckelt nicht nur das, jetzt ruckelt auch noch das Spiel. Es liegt nicht am Spiel, es wird daran liegen, dass ich, es wird daran liegen, dass ich Anno 1503 mit Fraps aufnehmen muss. Normalerweise nehme ich meine Sachen alle mit Nvidia Shadowplay auf inzwischen. Früher habe ich immer mit Fraps aufgenommen und nehme aber jetzt inzwischen mit Nvidia Shadowplay auf. Aber das will bei Anno 1503 irgendwie nicht so richtig funktionieren. Deswegen mit Fraps, aber das scheint da irgendwie Problem zu haben. Fraps verbraucht sehr viel Schreibgeschwindigkeit auf die Festplatte. Und es kann durchaus sein, dass es daran liegt. So, Seile werden also jetzt produziert. Können wir mal eben schauen, wo ist unser Seilvorrat? Da sind Seile und wir haben momentan noch 0 Tonnen. Aber ich denke, der wird sich das dann schon besorgen und dann können wir mal bald ein Schiff produzieren. So, wie sehen denn unsere sonstigen Vorräte auf? Solange wir genug Nahrung haben und Leder, können wir eigentlich auch noch ein paar mehr Häuser bauen. Und das werde ich jetzt auch mal machen. So, da entstehen ein paar neue Hütten. Und dann nehmen wir hier die Straße oder den Weg, den Matschweg und ziehen den einmal drumrum. So, und damit sind die auch versorgt hier. Und die Stadt wächst und wächst. Ein kleines Dörfchen noch, aber es wächst und wächst. Alkohol, wie gesagt, also es steht auf meiner Liste drauf, in meiner Liste im Kopf steht drauf, Alkohol ausbauen, Schiff herstellen, handeln, Tabak ausbauen. Warte mal, wie sieht es denn generell aus mit dem Tabak? Reicht der sogar vielleicht? Wir haben 8 Tonnen im Lager. Wir müssen mal schauen, wenn das Schiff kommt, ob vielleicht sogar unsere ganz kleine Tabakproduktion momentan schon ausreicht. Ich sehe auch schon, wir werden Stoffe noch nachproduzieren müssen.
Das reicht auch noch nicht so ganz. Und unser Geld wird auch immer weniger. Da müssen wir auch ein Auge drauf haben. Man muss auf vieles ein Auge haben. Die Einwohner sind zufrieden mit euch. Das ist sehr schön, dass die Einwohner zufrieden sind mit uns. Warum genau habe ich hier eigentlich zwei Reiter? Ich weiß noch nicht so genau, was hier abgeht gerade. 70, nee, das ist soweit schon richtig. 150 Tonnen Nahrung will ich auch behalten. So, wie sieht's aus mit Seilen? Wir haben jetzt 7 Tonnen Seile. Wir bräuchten 8. Wieso kann ich denn kein Schiff auswählen eigentlich? Mittleres Handelsschiff, 2500 Goldstücke, 25 Tonnen Holz haben wir, 10 Tonnen Stoffe haben wir nicht. Und 8 Tonnen Stoffe haben wir auch nicht. Und ich kann auch kein Schiff in Auftrag geben momentan. Haben wir tatsächlich zu wenig Stoffe? Ja, wir haben tatsächlich zu wenig Stoffe. Die gehen uns zu Neige. Na gut, dann muss ich da nochmal nachhelfen. Also der produziert, wartet mal, die Webstube produziert ja schon zu 100%. Ich denke auch, dass das richtig ist, die Auslastung hier. Also 2 Schaffarmen auf eine Webstube. Dann werden wir sowas nochmal bauen müssen. Das reicht dann sonst noch nicht. Also 2 Schaffarmen. Und eine Webstube. Und dann bauen wir hier noch einen Weg lang. Und der sollte sich eigentlich von beiden das holen. Insofern denke ich, reicht das so schon. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen die Bäume weg drumherum. So, und dann haben wir schon mal die doppelte Produktion an Stoffen, denke ich mal. Das müsste dann erstmal ein wieder reichen. Ein Wirtshaus fehlt. Ein Wirtshaus fehlt. Ich glaube nicht, dass das Wirtshaus fehlt. Ich glaube, es fehlt einfach der Alkohol. Die haben nicht genug zu saufen. Da beschweren die sich natürlich. Aber Tabak scheint noch zu reichen. Also lasse ich erstmal diese ganz, ganz kleine Produktion, die wir hier haben. Einfach nur 2 Tabakplantagen und eine Tabakverarbeitung. Das reicht dann erstmal für den Anfang. Also solange ich da nicht mehr brauche, baue ich da auch nicht mehr. Das spart uns wieder Ressourcen. Und Nahrung brauchen wir auch nicht mehr. Leder auch nicht, Salz auch nicht. Das ist alles in Ordnung. Alkohol und Stoffe sind momentan so ein bisschen unser Sorgenkind und unser Geld ist so ein bisschen unser Sorgenkind. Und wenn wir dann jetzt genug haben, Holz zum Beispiel, könnte ich viel mehr verkaufen eigentlich noch. Ach, das haben wir gar nicht auf Verkaufen. Na, dann sofort auf damit. Da will ich mindestens 100 von dem Lager behalten und den Rest könnt ihr gerne abkaufen. Lassen wir es bei 5. Komm, lassen wir es bei 5. So, Stoffe 6 Tonnen, fehlen immer noch 4 Tonnen. Fehlen immer noch 4 Tonnen Stoffe. Nee, Holz haben wir wirklich mehr als genug, aber wir brauchen erstmal ein Handelsschiff, sonst kann ich nicht handeln. So, der braucht, glaube ich, 2 Hanfplantagen, dann geben wir dem noch eine 2. Der kann da ja, wie wir wissen, zu Fuß hingehen. Insofern machen wir einfach 2 Hanfplantagen, eine Seilerei. Muss dann reichen. Wir haben sowieso schon jetzt hier 15 Tonnen Seile, also da wird mehr als genug produziert. Nur die Stoffe reichen halt nicht. 7 Tonnen. Ja, weil die Stoffe brauchen wir ja nicht nur für Schiffe, die brauchen wir ja auch noch für unsere Bevölkerung. Daher der Mangel. Ich baue mal eben hier das Ding schon mal aus. So, das kann man ja immer machen. Zwei Webstuben haben wir am Laufen. Ist die Frage, ob das jetzt mal reicht. Ah, also doch, es reicht zumindest, um ein kleines Handelsschiff zu bauen. Und ein kleines Kriegsschiff könnten wir sogar auch bauen. Da brauchen wir, wütet in eurer da brauchen wir nicht mal Kartoffeln, wollte ich schon sagen. Dafür brauchen wir nicht mal Kanonen. Wir haben ein Feuer. Das ist nicht gut. Ich habe nämlich keine Feuerwehr. Moment. Ist die Frage. Ich glaube, abreißen ging nicht. Ne? Abreißen ging nicht. Doch, abreißen geht sogar. Haha. Stimmt. Ich weiß gar nicht, bei irgendeinem Anno, ich glaube bei 2070 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Teilen war. Kann man nicht die brennende Gebäude abreißen. Jetzt haben wir einfach, dein Haus brennt, na gut. Abreißender Ding, dann brennt es auch nicht weiter, ne? Problem gelöst. Haus ist weg, aber es brennt nicht mehr. Na gut. So, und jetzt können wir auch ein mittleres Handelsschiff produzieren. Ach so, genau, man konnte hier die Kanonen einfach nachbestücken, sozusagen. Naja gut, wir geben mal ein Schiff in Auftrag. Das kostet jetzt uns eben Gold. Wir haben jetzt nicht mehr viel, 7800. Kostet uns Gold, kostet uns Holz, Stoffe, Seile. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir damit ein bisschen handeln können. Eure Stadt entwickelt sich zu einer blühenden Metropole. Eine blühende Metropole, sagt er. Ja, das Problem mit der blühenden Metropole ist, dass wir ein bisschen Geldmangel haben. Die blühende Weltmetropole hat Geldmangel. Wir haben wirklich nicht mehr viel. Ich muss da ein bisschen drauf aufpassen. 8200 haben wir. Jetzt hat gerade wieder einer was gekauft. Schiff ist vom Stapel gelaufen. So, damit haben wir ein mittleres Handelsschiff. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus.
Und jetzt schauen wir mal, was die gute Hilde kaufen will. Die will momentan gar nichts kaufen. Danke auch. Ist super, mit dir Geschäfte zu machen, du Blöde. Nix kauft die. Ist doch nicht ihr Ernst. Kauft doch mal irgendwas. Die verkauft tatsächlich nur. Na gut, dann müssen wir ein bisschen abwarten. Das hat mir dann jetzt gar nichts gebracht. Aber wenn die vielleicht demnächst mal ein bisschen was... Dann können wir aber Seile verkaufen. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Oh, mehr als 500. Nicht schlecht. Ich würde sagen, ich spare mir mal 10 Tonnen Seile selber an und den Rest können wir teuer verkaufen hier. So. Mehr als 500 Leute. Ja, 502 Leute. Nicht schlecht. Also wir brauchen, denke ich, ein bisschen Alkohol. Dann werde ich mal dahin gehen, dass wir uns irgendwo ein Markthaus suchen, was noch nicht belegt ist. Wir haben ja mehr als genug von denen eigentlich. Hier zum Beispiel. Und dann bauen wir mal zwei Hopfenplantagen. Oder zwei Hopfenfarmen. Können wir ja eigentlich schön hier hinten in die Ecke machen, oder? Nee, nicht Hopfenfeld, sondern Hopfenplantage. Hier, so ein Hopfenfarm. Eine und Nummer zwei, für die fehlt uns Werkzeug. Okay. Na, dann bauen wir der erstmal das Feld aus. Was ist unser Problem? Unsere Erzmine ist leer. Da habe ich nicht drauf geachtet. Kein Wunder, dass wir kein Werkzeug mehr haben, wenn unsere Erzmine leer ist. Das ging aber schnell, hör mal. Na gut, dann kann die Erzmine weggerissen werden. Da müssen wir jetzt mal erstmal drauf achten. Ich habe da nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Ich habe gedacht, das hält noch eine ganze Weile. Gut, dann müssen wir mit unserem knappen Geld, was wir sowieso schon nur haben, ein bisschen Werkzeug einkaufen. Ah, ich kann nicht Werkzeug verkaufen und Werkzeug einkaufen gleichzeitig. Macht Sinn. So. Wobei es nicht Sinn macht. Eigentlich könnte man auch billig einkaufen und teuer verkaufen. Aber gut. Für 48 hätte ich gerne so 20 Werkzeug. Ja, notfalls auch 19, wenn das jetzt gerade nicht möchte. Ah, wir können auch von der Geld bitten zum Beispiel. Tribut fordern. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Nicht, dass sie dann sauer ist. Wobei ich Geld gut gebrauchen könnte. Haben wir vielleicht noch hier drüben auf der Insel Werkzeug? Ja, dann brauchen wir gar keins kaufen. Komm, dann kaufen wir gar nicht, sonst kostet uns das nur wieder extra Geld. Dann fahren wir mal ganz kurz zu unserer Tabakinsel, holen da ein bisschen Werkzeug weg. Flotte ist auf Zielkurs. Und können dann eine neue Erzmine bauen. Erwartet eure Befehle, Kommandant. Ja, habe ich nicht so drauf geachtet, dass unser Erz leer war. Na gut, so ist das dann. So, ich hätte gerne einmal alles Werkzeug, was wir hier haben. Den Rest können wir eigentlich da lassen. Dann fährst du zurück zu unserer Hauptinsel, gibst das Werkzeug ab. Wir haben ja die Ressourcen gesperrt für unsere Bevölkerung. Ja, haben wir. Nicht, dass die uns das alles wieder weggreifen direkt. Flottenkommandant an Deck. So, und dann wird das alles hier auf die Insel geladen. Dann haben wir jetzt hier 27 und damit können wir auf jeden Fall eine neue Erzmine bauen. Ich wundere mich jetzt nur, weil hier ist ja, wird ja Erz angezeigt, aber es war anscheinend leer. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt irgendwo anders hin eine Erzmine baue, ob der dann... Nicht, dass er dann auch wieder leer ist direkt. Aber hier ist ja überall. Da ist zum Beispiel auch Erz. Bauen wir mal da eine hin. So, mal gucken, was passiert. Eigentlich müsste der produzieren. Und das tut er auch. Aber er sagt einem hier nicht, wie viel drin ist, oder? Der war nur einfach plötzlich leer. Aber jetzt wird jedenfalls wieder Eisenerz produziert. Gut, dann wird jetzt langsam aber sicher auch die ganze Produktion wieder anlaufen. Ich glaube, ich baue direkt noch eine zweite. Oder was kosten die 40? Naja, ist schon teuer, ne? Und 1200 kostet so eine Erzmine zu bauen. Das ist ordentlich. Na gut, ich werde jetzt erstmal einen von den beiden Betrieben stilllegen. Und einen solchen Betrieb stilllegen. Dann sparen wir uns ein bisschen die Betriebskosten, während da gerade mal wieder ein bisschen Eisen auf Vordermann gebracht wird. Okay, ja, also momentan, was lässt sich festhalten zusammenfassend? Wir müssen uns um verschiedene Sachen kümmern. Wir müssen uns vor allem darum kümmern, dass wir eine positive Bilanz kriegen, weil unser Geld ist bald leer. Die Bilanz ist zwar immer mal wieder positiv, wenn jemand was kauft, aber es ist trotzdem sehr knapp alles. Und wir müssen auf jeden Fall erstmal das Geld in den Griff kriegen. Und wenn wir das Geld im Griff haben, dann können wir auch hingehen. Also wir haben ja eigentlich ordentlich was zu verkaufen. Ich habe viel Salz zu verkaufen, Ziegel, Holz und so. Da muss aber halt erstmal jemand kommen, der das alles kaufen will. Und die gute Hilde kauft ja nichts momentan. Tatsächlich kauft die nichts. Und wenn wir dann das Geld auf Vordermann gebracht haben, dann schauen wir mal, dass wir die Alkoholproduktion ausbauen. Genau, jetzt habe ich da unten nämlich die Alkoholfarm gebaut, die jetzt die ganze Zeit Geld verbraucht, aber nichts bringt. Moment, dann bauen wir mal schon mal die Brauerei. Oh, das sieht auch so schön aus. Die Gebäude sind so schön in diesem Spiel. So, wir bauen den dahin. Der wird dann direkt zu Fuß zu der Hopfenfarm gehen. Holt sich das. Der braucht auf Dauer noch eine zweite Plantage.
Können wir ja schon mal machen. Gott, die Musik ist so schön in diesem Spiel. Ist das nicht Mozart, Requiem oder sowas? Irgendwie so in die Richtung. So, also der hat jetzt 2 Hopfenfarmen und wird hier ein bisschen Alkohol produzieren. Insofern sollte dann auch die Alkoholversorgung wieder sichergestellt sein in unserer Stadt. Gut, wir haben also ein bisschen was gemacht. Problembewältigung ist trotzdem noch wichtig. Ich glaube, das war auch in 1503 immer so mit das größte Problem, die Bilanz. Nicht unbedingt die Bevölkerung zu versorgen, sondern nicht pleite zu gehen. Weil, selbst wenn ich eine Bilanz von 0 habe, werde ich ja pleite gehen, weil ich muss ja Sachen bauen. Insofern muss das auf jeden Fall noch nach oben. Wir haben viel zu viele Ausgaben und dafür viel zu wenig Einnahmen. Ich könnte natürlich mal zum Beispiel die Holzbetriebe stilllegen. Wir verkaufen ja auch Holz, aber dann spart man da mal wieder ein bisschen was. Die Einwohner sind sehr zufrieden mit eurer Herrschaft. Sehr zufrieden. Oh, das klingt gut. Hier haben wir zum Beispiel eine Jagdhütte, die auch nicht mehr so richtig glücklich ist momentan. Jetzt überlege ich gerade, sollen wir die mal einstellen? Nö, lassen wir die noch produzieren. Steinmetz ist auch in Ordnung. Den lassen wir auch laufen. Hier, das Holz können wir noch einstellen. Also man muss halt schauen, wo man sparen kann. So, wir haben aber Überlänge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen bei Anno 1503. Wenn ihr noch Lust habt auf mehr, lasst ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich euch auch im nächsten Part, Anno 1503, wieder an Bord begrüßen darf. Ich bin raus, euer Walle. Einen schönen Tag. Bye, bye. Ja, und dann bin ich hingegangen und habe langsam weiter Arbeiterkomplexe gebaut. Bei den Arbeiterkomplexen ist es so, die sind auch ein bisschen teurer. Da braucht man nämlich nicht nur Biopolymere, sondern eben auch Bauboards, um die zu bauen. Und ich finde das aber eine coole Sache, weil man damit quasi verschiedene Wohnungen hat, obwohl es ja genau dasselbe Funktion erfüllt.